Den Auftakt der diesjährigen Heilbädertour machte Oberstdorf. Dort wollte sich Katja Hessel persönlich ein Bild von dem Kurort machen. In einem Gespräch mit dem ersten Bürgermeister und der Tourismusdirektorin erkundigte sie sich über aktuelle Gesundheitsthemen der Region. Die diesjährige Heilbädertour hat sich als besonderen Schwerpunkt die Barrierefreiheit im Tourismus herausgesucht. Das ist natürlich ein wachsender Markt. 50% der Menschen haben ein Handicap, welcher Art. Aber es geht nicht nur um Menschen mit Handicap, es geht natürlich Barrierefreiheit, sage ich auch mal, um Familien mit kleinen Kindern, die Kinderwagen haben. Auch die freuen sich über Barrierefreiheit, über viel Platz, den man da braucht. Und Oberstdorf ist hier schon sehr vorbildlich unterwegs und das gilt es jetzt auch mal herauszustellen. Bei dem Besuch ging es aber nicht nur um Allgemeines rund um den modernen Gesundheitstourismus. Die Tourismusdirektorin Heidi Taumeller nutzte die Gelegenheit und brachte zwei aktuelle Themen vor. Ganz wichtig das Thema reduzierter Mehrwertsteuersatz für unsere Leistungsträger, dass hier auch weiter Finanzkraft in den Orten bleibt, in Oberstdorf bleiben kann für Investitionen, damit Qualität geschaffen werden kann, angesprochen. Und was mir persönlich immer am Herzen liegt, das sind ja die Menschen, die hier arbeiten, die hier unsere Gäste betreuen. Und wir brauchen dringend weitere Menschen und damit meine ich Arbeitskräfte auf allen Ebenen, nicht nur eben hochqualifizierte Fachkräfte, sondern auch ganz normale Mitarbeiter, die den Gast vor Ort betreuen. Und da haben wir ganz große Probleme. Und das ist mir ein Anliegen, das ich jetzt noch mal mitgeben konnte. Und die Staatssekretärin für Wirtschaft hatte gute Nachrichten für die Oberstdorfer dabei. Dass am reduzierten Mehrwertsteuersatz für die Hoteliers von der bayerischen Staatsregierung aus sicherlich nicht gerüttelt wird. Wir stehen hinter dieser Entscheidung nach wie vor. Wir haben diese Entscheidung auch gefordert und ich kann auch ganz, ganz viel Gutes berichten, was mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz passiert ist an Investitionen. Ich sage aber immer nur gern, weil es einfach pragmatisch vielleicht mal hängen bleibt. 27 europäische Mitgliedstaaten haben wir, in 25 gibt es einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Hoteliers. Ein Bereich, der oft teure Investitionen erfordert, ist die Barrierefreiheit. Der nächste Halt der Tour war daher ein Hotel in Ruby. Dort sind nicht nur 33 der 35 Zimmer rollstuhlgerecht, man hat sich noch etwas Besonderes einfallen lassen. Die Rollikarte ist von einem Haus in Oberstdorf herausgegeben, das sich spezialisiert hat auf rollstuhlgerecht und behindertengerecht. Und dort sind natürlich all diese Wege eingetragen, die man gehen kann oder fahren kann, wie auch immer, mit einem Rollstuhl oder mit der Gehbehinderung erledigen kann. Einfach damit auch der behinderte Gast sieht, was es für ihn bei uns für Möglichkeiten gibt. In Oberstdorf soll Menschen mit Behinderungen alles geboten werden, damit sie einen erholsamen Urlaub im Allgäu erleben können. Dass in den Hotels entsprechende Standards auch eingehalten werden, ist der Gemeinde sehr wichtig. Also wir haben in Zusammenarbeit mit der Behindertenbeauftragten unsere Häuser durchgeforstet. Wir haben die Merkmale noch schärfer formuliert, gemäß den Behindertenverbandsrichtlinien. Das heißt rollstuhlgerecht und rollstuhlfreundlich und nicht einfach nur eine Rampe oder ein Aufzug, damit unsere Gäste, die auf diese Kriterien angewiesen sind, auch wissen, wo rollstuhlgerecht draufsteht, ist auch rollstuhlgerecht drin. Nicht nur Menschen mit Behinderungen schätzen die barrierefreien Einrichtungen. In die geräumigen Zimmer können zusätzliche Kinderbetten gestellt werden und die breiten Türen und Rampen bieten genug Platz für einen Doppelkinderwagen. So ändert sich das Bild der Heilbäder nach und nach. Modern und jung, Stadt alt und verstaubt.